noch mal zu Ehren verstehen. Also ja, sensationell. Also wie wir da einkaufen sind, jeder Einzelne, das war einfach Gänsehaut pur, wie uns die Fans empfangen haben. Ja, das gibt es eigentlich nur, oder das gibt es ganz sicher nur bei Rapid. Und ich habe das 20 Jahre miterleben dürfen und ja, man kann einfach nur stolz sein auf die Fans, auf den Verein. Und ja, der Fußballhimmel weint, ein Fußballgott hört auf, heute endgültig. Und ja, es war einfach irrsinnig geil, noch einmal zu spielen vor so einer Kulisse. Als langer Wegbegleiter kannst du den Steffen auch gut beschreiben. Was zeichnet ihn als Mensch und auch als Spieler aus? Ja, also der Steff, jeder, der einen Steff kennt, weiß, es ist ein herzensguter Mensch, ein unglaublicher Fußballer, ein Familienmensch. Er ist ja, einfach ein unglaublich guter Freund. Man kann sich glücklich schätzen, ihn als Freund zu haben. Und ja, wie gesagt, ein sensationeller Fußballer. Beste Fußballer, mit dem ich jetzt zusammengespielt habe. Wie immer knapp an der roten Karte dran, was steht da heute noch auf dem Spiel? Ich war heute knapp an der roten Karte. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Was steht da heute noch auf dem Spiel? Achso, nein, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob ich noch mal spiele. Also, ich habe meine 45 Minuten runtergespult. Gestern habe ich 90 Minuten im Cup gespielt. Das war anstrengend genug. Morgen geht es dann wieder zurück nach Tirol, wo auf mich eine geile Aufgabe wartet. Wir wollen unbedingt aufsteigen mit WSG Swarovski Wartens. Wir haben einen sensationellen Kader und ich bin sehr guter Dinge, dass wir unser Ziel erreichen werden. Ja, wie lässig war es heute, da in die Kabine reinzukommen und die ganzen alten Gesichter zu sehen? Ja, extrem geil. Also wir haben auch alle gesagt, wir werden jetzt, glaube ich, eine WhatsApp-Gruppe gründen, wo wir uns jedes Jahr treffen werden. Es war wirklich unglaublich schön heute. Jeder hat es genossen und man kann einfach nur Danke sagen. Wenn du den Steffen beschreiben würdest mit wenigen Worten, was wäre das? Kleiner Mann, großes Herz. Abschiedsspiele. Andi, Abschiedsspiele sind doch immer so ein bisschen die Zeit, um Anekdoten zu erzählen. Gibt es eigentlich so eine Anekdote, die du sagst, die war lustig, die hätte eigentlich an die Öffentlichkeit gehört, die es aber nie ans Licht der Öffentlichkeit geschafft hat? Ich glaube, sie ist nicht in die Öffentlichkeit gekommen, weil sie in die Öffentlichkeit gehört und darum werde ich auch heute nichts davon erzählen. Du bist im Allianzstadion selbst zu spielen, auch wenn es das Abschiedsspiel war. Was geht da so in einem Erzrapidler vor an einem solchen Tag? Sehr viel. Also ich habe heute auch sehr viel nachgedacht. Es waren 20 schöne Jahre bei Rapid. Vor so einer Kulisse spielt man, glaube ich, in Österreich nirgends außer bei Rapid. Es macht irrsinnigen Spaß, bei dem Verein vor den Fans zu spielen. Und ja, ich habe es heute extrem genossen. Letzte Frage, du hast gesagt, ihr werdet eine WhatsApp-Gruppe gründen. All deine alten Mitkollegen, können die mit WhatsApp umgehen? Ja, ich hoffe schon. Also, jetzt kommen wir aus einer anderen Generation, wenn nicht, werden wir mit denen eine E-Mail oder werden ihnen einen Brieftaum schicken. Danke, Andi. Ja, ich habe mich schon riesig gefreut über die Einladung. Also, wir haben gemeinsam sehr tolle Zeit gehabt, also Steffen und ich. Wir haben nämlich in der Kabine nebeneinander gesessen, 3 Jahre lang. Gerade nach den Erfolgen wie Champions League, Meistertitel 2004, 2007. Also echt eine tolle Zeit erlebt. Wir waren ständig im Kontakt, auch wenn wir noch gegeneinander gespielt haben, als ich noch in Sturm Graz war. Kann ich mich erinnern auf die Zweikämpfe, das war echt interessant. Aber grundsätzlich sind wir alle sehr happy, dass wir uns jetzt ja zusammengekommen sind. Wir genießen einfach die Zeit und das Spiel ist natürlich eine tolle Geschichte. Also zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte macht der Verein sowas und ich glaube für die Legenden, für die auch jetzigen Spieler ist das einfach eine großartige Geschichte. Wie würdest du den Steffen beschreiben, so im Nachhinein? Also ich muss gestehen, ich bin nicht Topspieler gewesen. Ich habe schon ein gewisses Level erreicht. Aber ein kleines bisschen hat schon gefehlt, dass ich die Top-Level erreicht hätte. Aber im Grunde genommen muss ich schon sagen, dass der Steff zu den besten Spielern gehört, mit denen ich einfach zusammenspielen konnte. Also für mich ist es eine Ehre, mit so einem Spieler zusammengespielt zu haben. Es war einfach eine großartige Zeit. Wir haben uns sehr gut verstanden, das Kombinationsspiel. Das hat man heute vielleicht ja, bei einer Situation auch gesehen. Und ich habe es einfach genießen können. Das war für mich das Wichtigste und das Großartigste daran. Der Steffen ist halt als Mensch ein toller Spieler, ein toller Charakter. Von Anfang an haben wir uns richtig gut verstanden und das hat sich heute auch bewahrheitet und ich freue mich einfach riesig, dass ich dabei sein konnte. Gibt es noch irgendeinen besonderen Moment, an den du dich erinnerst? Ja, es gab so viele. Das ist so schwer, einen herauszunehmen. Ja, natürlich das Jahr 2004, 2005, wo wir den Meistertitel geholt haben, wieder nach Hütteldorf.
mit dem großartigen Pepe Hickersberger. Das ist eine einmalige Geschichte, das werde ich in meiner Karriere nie vergessen. Also wenn ich im Sterbebett liegen werde und an etwas Schönes denke, dann denke ich an diese Fußballgeschichte. Du hast die super Zusammenarbeit angesprochen, was hast du am allermeisten an ihm geschätzt? Ja, einfach diesen Charakter, würde ich sagen. Also er wollte in jeder Situation immer das Beste geben. Er hat immer versucht, das Spiel zu gewinnen. Er war sehr ehrgeizig, das ist er immer noch. Und es hat ihm einfach ausgemacht. Diese deutsche Mentalität, die man in Österreich, nicht so oft findet, gerade im Fußballgeschäft. Jeder redet gerne darüber, wie es schön und fein ist. Aber er hat diese deutsche Mentalität hier in Wien gezeigt. Und er war ein Siegertyp, also vom Feinsten. Also der war ein Kapitän schlechthin. Also auf den hat man sich einfach immer verlassen können. Und natürlich war auch Anführer, also Kapitän. Und wir haben echt eine tolle Zeit gehabt. Auch ich kann mich an die Zeit erinnern, wo wir letzter waren mit Rapid, mit Peter Falkund. Und es war echt schwierige Zeit. Mit den Fans, mit dem Verein. Auch ich kann mich an die Weihnachtsfeier erinnern, damals im Winter 2006. Genau. Und es war extrem schwierig. Und Stefan war gerade einer von denen, der das Ganze immer anführen wollte. Und das hat sich auch gut gezeigt und wir haben es grundsätzlich ja, gemeinsam geschafft und gemeistert. Und das ist das Schönste daran. Peter, gibt es eine Anekdote, an die du dich erinnerst, wo du sagst, ist eigentlich schade, dass es nie in die Öffentlichkeit gekommen ist und wo du jetzt zum Abschiedsspiel sagen kannst, das wäre etwas, was man eigentlich jetzt noch erzählen könnte? Der Steffen hat mir einen Spitznamen gegeben, den ich glaube ich nicht verdient habe oder hätte. Der hat mich nach einer komischen Aktion in Tivoli-Stadion Magic genannt. Und seitdem bin ich einfach unter uns immer Magic. Und ja, das ist halt etwas Lustiges, was keiner weiß. Und immer wenn wir uns telefonieren, da sagt er, ja, grüß dich Magic. Aber ja, das habe ich nicht so gesehen. Aber ja, an dem bin ich irgendwie dann immer happy gewesen. Aber wie gesagt, also ich bin kein Anekdotenerzähler, das muss ich schon zugeben. Ich bin ein Typ, der das eh genießt und nicht Anekdoten erzählt. Aber wir haben viel Spaß gehabt, wir haben Karten gespielt, wir haben Backgammon gespielt, teilweise Schach mit Hickersberger und es war einfach eine tolle Zeit. Also das ist das, was bleibt. Viel Spaß gehabt und ich glaube, die Freude einfach darüber, dass man Fußball spielen konnte auf diesem Level, das war das Schönste. Danke, bitte. Wie hast du es erlebt? Boah. Ja, genau so, glaube ich, wie man es auch im Fernsehen wahrscheinlich gesehen hat. Wahnsinn. Also das ist wirklich einzigartig. Ja, da muss man selber dabei gewesen sein, damit man das in Worte wiederfasst, aber unglaublich. Du bist ja ein langer Wegbegleiter auch vom Steffen gewesen. Wie würdest du ihn beschreiben als Spieler und auch als Mensch? Ja, unglaublicher Spieler. Also ich glaube, das stellt keiner in Frage. Und als Mensch genauso. Also er hat, glaube ich, jeden Einzelnen geprägt, auch mich. Und ja, es war einfach eine Ehre, mit dem Steffen am Feld zu stehen. Und wenn du an die Zeit zurückdenkst, welches Erlebnis bleibt dir ganz besonders in Erinnerung? Ich glaube, am Schluss die Zeit, wo ich Vizekapitän unter dem Steffen war, so ist die Freundschaft auch entstanden. Der Kontakt ist nie abgebrochen und von dem her ist er auch wirklich ein sehr, sehr guter Freund. War das von Anfang an so, wie ihr euch das erste Mal in der Kabine gesehen habt? Oder ja, klar. Genau, der Steffen ist auch ganz wichtig für die jungen Spieler. Ich war damals da noch jünger, aber ja, der ist einfach ein offener Mensch, er will jeden besser machen und ich glaube, er hat eine perfekte Karriere hingelegt. Wie warst du heute in die Kabine zu kommen und die ganzen alten Gesichter wieder zu sehen? Ja, super. Also ein bisschen wie Klassentreffen natürlich. War super. Am Feld hat es vielleicht nicht so harmoniert, aber nee, alles gut. Alles gut ist schön. Was sagt das über die Kampfmannschaft von Rapid aus, wenn sie gegen euch 4-2 verliert? Solche Spiele haben, glaube ich, keine Aussagekraft. Also hat man ja gesehen. Wichtig ist, dass sich keiner verletzt hat. War trotzdem ein super Spiel und ich bin guter Dinge, dass die Rapid-Mannschaft die Saison Gas gibt. 4 Tore vom Steff hat man, glaube ich, noch nie gesehen gehabt. Ja, aber ich habe schon einige Tore von ihm gesehen. Also das ist schon Standard bei Steff. Ein Abschiedsspiel ist auch immer da, um die alten Zeiten nachzudenken. Gibt es irgendwelche Anekdoten, die eher im Verborgenen geblieben sein sollen, die du uns da erzählen könntest? Nee, also das werde ich nicht erzählen. Das bleibt in der Kabine und da müssen Sie vielleicht in Andi Dober fragen, der hat vielleicht was. Okay, danke. Gut, und das passt, dass man den Co-Trainer anreisen kann. Ja, war perfekt. Zufall. Trotzdem eine schöne Geschichte, der hat sich genauso gefreut. Ich hatte gestern auch ein Testspiel, also er hat schon ein bisschen drauf geguckt, dass ich da jetzt nicht zu viel spiele. War wirklich wahnsinnige, beeindruckende Stimmung, vor allem von den Fans. Wie hast du es erlebt?
Ja, war natürlich eine Riesenehre für mich, dass ich da dabei sein durfte, wenn der größte Rapidler aller Zeiten da heute in Rente geht. Ich glaube, was der Steff für den Verein geleistet hat, wird es auch in der nächsten Zukunft in der Vereinsgeschichte hier nicht mehr geben. Die Treue, die Bereitschaft, die er für diesen Verein aufgebracht hat, ist sensationell und sucht heutzutage seinesgleichen. Dass er für den Verein wahnsinnig viel geleistet hat. Inwiefern würde Rapid am allermeisten fehlen? Ja, jeder, der einen Steff kennt, menschlich und als Spieler, weiß, dass der eine riesen Lücke hinterlassen wird. Die Fußstapfen kann man nicht so schnell reintreten. Das müssen jetzt andere, mehrere Leute übernehmen. Und ich denke, es ist jetzt am Schluss so gewesen, dass schon langsam abgebaut wurde bei ihm und Spieler in die Verantwortung reinkommen sind, die er sehr, sehr lange für diesen Verein übernommen hat. Und man muss schauen, dass man die Lücke schnell schließen kann und dann denke ich, dass Rapid auf einem sehr, sehr guten Weg für die Zukunft ist. Euch zwei verbindet ja schon eine ganz besondere Freundschaft, ihr wart ja auch gemeinsam auf Urlaub jetzt, glaube ich. Wie wird sich die verändern, wenn der Steff auf einmal nicht mehr am Platz steht? Du stehst ja noch am Platz. Ja, wir sind ja schon seit jetzt 5 Jahre getrennt. Vor 5 Jahren bin ich nach Deutschland in seine Heimat gezogen. Der Telefonkontakt war natürlich immer da. Wenn ich in Wien war, hat man sich getroffen. Es ist einfach eine Freundschaft entstanden. Es ist auch nicht so oft im Fußball, dass man wirklich sagt, man pflegt über die Jahre, wo man auch nicht zusammenspielt, die Freundschaft so weiter. Und da ist was entstanden, was für das ganze Leben bleiben wird. Und darauf bin ich sehr stolz. Wie war es heute, in die Kabine zu kommen und die ganzen alten Gesichter wieder zu sehen? Ja, natürlich sensationell. Also mit jedem Gesicht verbindest du irgendwelche Geschichten, irgendwelche Erfolge. Und was da heute in der Kabine zusammen war, haben wir schon lustig gehabt. Und ich denke, in der dritten Halbzeit jetzt werden wir auch noch genug Spaß haben. Gibt es irgendwelche Anekdoten, die du vielleicht ins Preis geben möchtest, lieber Steffen Hoffmann, die was eher in der Kabine bleiben sollten? Es ist schwierig, da jetzt wirklich was preiszugeben. Möchte ich eigentlich nicht so drüber sprechen, das bleibt intern und bitte nicht böse sein, aber ja, gerne. Dankeschön. Fuchs Backholt setzt in der Schlussphase auf Konter und bringt Kinzel und Janka zusätzlich zu Salih. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, Taktik ist aufgegangen. Wir haben das Spiel 4-2 gewonnen und er hat alles richtig gemacht. Wieder mal. Wahnsinnige Stimmung jetzt für den Ja, das ist ganz ehrlich, das war für mich, ich war erst last time hier vor 3 Jahren, es ist weg. Ist diese Einladung von Andi Marek und Stefan Hoffmann, es war dieses Spiel. Es ist, muss sagen, es ist, muss kommen zu mir. Es war diese Stimmung und Umfeld, es ist wahnsinnig für mich. Wie würdest du Stefan Hoffmann als Spieler und als Mensch beschreiben? Ja, Stefan kommt zu Rapid, war ein junger Spieler damals. Es ist now, wenn es wie viel seine Arbeit Rapid ist, es ist vor Rapid und vor Österreich ist Rapid-Agenda. Wie war das heute mit all den anderen ehemaligen Kollegen wieder zusammenzutreffen? Ja, das war für mich, das war ein Traum. Es waren viele gute Spiele hier zusammen. Wir haben gespielt zusammen. Das war, muss bedanken von SK Rapid Wien und Steffen Hoffmann. Vielen Dank. Und wenn du nochmal an die gemeinsame Zeit mit Steffen zurückdenkst, an welches Erlebnis Ich weiß nicht, wenn ich jetzt 25, ich bin schon alter, aber ich weiß nicht, wenn ich es komme. Ja. Lali, what were your special moments with Rapid Vienna? Für mich schwierig, wenn es zur neuen Saison oder wann es was ist. Generell, was waren so deine speziellen Momente? Speziellen Moment, wenn ich komme zu Wien, wenn ich zu der SK Rapid, ins Stadion. Irgendwelche Spiele, wo du sagst, okay, das nehme ich erst, also mein Leben lang zurück? Ja. Ich will viele Spiele, so wie von Marek Kinz, Joshua Balachowicz, René Wagner, so viele Spiele, wenn ich sage, ich muss bedanken, wann und wann. Ja?